Herzlich willkommen auf dem Kanal für Sport und Gesundheit. Ich bin der Felix und bei mir zu Gast ist heute Robert Borders, Physiotherapeut, Osteopath und Heilpraktiker mit Praxis in Schweinfurt. Robert, bei dir in die Praxis kommen sehr, sehr viele Menschen mit Nackenleiden, deshalb sprechen wir heute über das Thema Nacken. Da kennt man so umgangssprachlich, sagen die Menschen immer, ich habe einen steifen Nacken. Was bedeutet das eigentlich? Was ist ein steifer Nacken? Ja, steifer Nacken ist ja das Gefühl des Einzelnen, was er verspürt, wenn er eine Bewegung ausführen möchte, aber die Bewegung eben nicht so weit geht. Und diese Spannungen, die sich da in dem Bereich der Halswirbelsäule bilden, ist letzten Endes nichts anderes, wie dass elastische Strukturen, dann, wenn sie elastische Arbeit leisten müssten, es nicht zulassen. Das heißt, die Spannung ist höher wie die Elastizität. Was sind typische Ursachen für diese Spannung oder Verspannung? Wo kommen diese her? Grundsätzlich ist es so, dass wir eine Balance in uns tragen, die leistet Spannung in dem Augenblick, wenn wir sie benötigen, und leistet Elastizität, wenn wir sie benötigen. Und unser tägliches Leben ist mehr in Richtung Anspannung orientiert, häufig, als wie in Richtung Entspannung. Und somit verkümmern die Strukturen, die elastische Arbeit leisten müssen, etwas und verursachen eine Spannungserhöhung. Und das ist so dieses auf den Nenner gebrachte typische Geschehen, ja? Dieses Missverhältnis zwischen Anspannung und Entspannung. Häufig klagen Menschen, die Nackenprobleme haben, über Kopfschmerzen. Ist das ein klassisches Symptom und wo sind da die Zusammenhänge? Ja, der Kopf liegt ja auf dem Nacken und die Muskulatur, die hinten am Nacken entlang läuft, verbindet den Kopf mit der Halswirbelsäule. Und die zusammenhängende Struktur, die jetzt leidet, leidet ja nicht nur an einem Ort, wie zum Beispiel an der Schulter oder nur in der Halswirbelsäule, sondern sie kann durchaus auch Schmerzen weiterleiten in die Region des Kopfes. Zumal hinten an der Halswirbelsäule sehr viele feine Nerven auch die Bereiche des Kopfes versorgen, von der Sensibilität her. Und scheinbar kommt es durch diese Spannungserhöhung, durch dieses Missverhältnis zwischen Elastizität und Spannung zu Reizzuständen an den betreffenden Nerven. Und das kann Kopfschmerzen unter anderem verursachen. Unter anderem würde bedeuten, möglicherweise gibt es viele Symptome im Körper, die der Patient nicht sofort Nackenproblemen zuordnen würde. Gibt es denn viele Symptome, die du behandelst, wo du sagen würdest, ja, da haben wir unsere Ursache tatsächlich im Bereich von Nacken oder Nackenverspannungen? Ja, die Frage nach der Ursache ist immer sehr schwer zu beantworten. Ich habe beobachtet jetzt in den Laufe der Jahre, dass sich Patienten neben den Spannungen im Nacken auch andere Regionen angeben, die Probleme bereiten. Zum Beispiel eine typische Region ist der Schulterbereich. Kann unter anderem daran liegen, dass natürlich der große Muskel hinten am Nacken, der auch die Halswirbelsäule mit der Schulter verbindet, da eine Schlüsselrolle spielt. Auch viele Kiefergelenksproblematiken beschreiben mir begleitend häufig auch Nackenprobleme. Wie da letzten Endes der Zusammenhang ist, kann ich nicht beantworten. Ich stelle nur fest, dass die Behandlungen oftmals so erfolgreich sind, dass diese Schmerzen Nacken, Kieferbereich gelindert werden können. Robert, den Atlas kennt viele nur aus dem Bücherregal. Du arbeitest aber täglich damit, weil er eine zentrale Bedeutung für den Nacken hat. Welche Bedeutung genau und was ist wichtig? Ja, der Atlas, das ist ja der erste Halswirbel direkt unter dem Hinterkopf. Und der spielt so eine Art Schlüsselrolle, eine Verbindung zwischen dem Hinterkopf und der Halswirbelsäule. Die Strukturen an dem Atlas sind verbunden mit dem Hinterkopf, sehr, sehr viel, sehr sensibel, sehr, sehr leicht zu reizen und auch oftmals schmerzempfindlich. Das kann jeder bestätigen, der sich selber mal mit dem Daumen direkt unterhalb des Hinterkopfes reindrückt. Häufig ist, obwohl man vielleicht keine großen Probleme hat, diese Region sehr empfindlich. Du würdest also sagen, ein funktionierender Atlas oder ein Atlasgelenk ist wichtig für einen gesunden Nacken, könnte man das so sagen? Ja, absolut. Denn die Ausrichtung des Kopfes ist ganz stark davon abhängig, dass alle Strukturen, die
in der Beweglichkeit den Kopf unterstützen, auch frei sind. Und hier spielt der Atlas sicherlich mit seinem Partner, den zweiten Halswirbel, den Axis, eine besondere Rolle. Welche Tipps würdest du mir für meinen Alltag geben, damit das besser funktioniert, damit ich einen gesunden Atlas und damit einen gesunden Nacken habe? Wenn man schon Störungen am Nacken verspürt, ist es wichtig, sich einen Experten zu suchen. Das kann ein Osteopath sein, das kann ein speziell geschulter Physiotherapeut sein oder auch ein Mediziner, der sich mit dieser oberen Region auskennt, um abzuklären, dass hier keine schlimmeren Prozesse stattfinden. Man selber kann, wenn man die Grundregel beachtet, dass eine Bewegung gut ist für diese Region, das heißt, dass dieser tägliche Wechsel zwischen Bewegung, Entlastung, diese Balance eingehalten wird, ist das auch gut für den Atlas und für den Nacken. Denn gerade die Bewegungen im Schulterbereich finden im täglichen Leben nicht so statt, wie sie vielleicht stattfinden sollten. Und alles, was die Schulter bewegt, wird auch irgendeinen Einfluss auf den Nacken haben. Genauso alles, was die Brustwirbelsäule bewegt, wird auch einen Einfluss auf den Nacken haben. Es ist wichtig, in eine Struktur, die verspannt ist, eben eine Bewegung reinzubringen. Und da gibt es zahlreiche Übungsmethoden. Es gibt aber auch eine allgemeine Beweglichkeit, die man nahezu frei von therapeutischen Terminkalendern machen kann. Das ist wie zum Beispiel das Schwimmen. Das empfehle ich häufig. Aber auch, was wichtig ist, ist eine gesunde Lebensführung. Das heißt, Reizstoffe, die Spannungen verursachen, die vielleicht unseren Körper schädigen, die Muskulatur schädigen kann, wie zu wenig Wasser trinken oder einseitige Ernährung. Das ist wichtig, dass das alles hinterfragt wird, um da in ein besseres Gleichgewicht zu kommen. Jetzt gibt es verschiedene therapeutische Maßnahmen, die Therapeuten gerne durchführen oder auch bei Ärzten gemacht werden. Was hältst du für sinnvoll? Was machst du als Therapeut? Was ist vielleicht weniger sinnvoll? In meiner Praxis arbeite ich überwiegend mit den Händen. Das heißt, ich finde es wichtig, grundsätzlich erstmal abklären zu lassen, dass in diesen Gebieten, in denen man diese Schmerzen verspürt, dass in diesen Gebieten keine richtigen krankhaften Prozesse stattfinden, die man später nicht mehr kontrollieren kann. Das ist das eine, was wichtig ist, im Vorfeld zu klären. Dann ist es entscheidend, dass man sich einen Experten sucht, der sich auch mit der oberen Halswirbelsäule auskennt und da die Behandlungen auch so gestaltet werden, dass die Besonderheiten, die die obere Halswirbelsäule in sich trägt, dass die beachtet werden. Mit den Händen des Therapeuten kann man einfach mehr Regionen oder tiefere Regionen erreichen, wie jetzt der Patient selber an sich erreichen könnte. Und daher ist es schon wichtig, dass man auch Experten zu Rate zieht. Aber Cranibas wurde unter anderem auch deswegen entwickelt, damit der Patient selber zu Hause zweimal die Woche oder dreimal die Woche etwas zu Hause machen kann und am Ball bleiben kann. Denn eine Bewegung wird nicht besser, wenn man nichts macht, sondern eine Beweglichkeit wird besser, wenn man am Ball bleibt und immer wieder bewegt. Und Cranibas bietet hier die Möglichkeit, gerade in den hochsensiblen Regionen der oberen Halswirbelsäule immer einen Reiz zu setzen, welches dann dazu führt, dass sich die Spannungen oben verbessern. Robert, wenn du sagst, dass man sich einen Experten oder einen spezialisierten Physiotherapeuten suchen soll, welche therapeutischen Maßnahmen hältst du für sinnvoll? Ich arbeite in meiner Praxis überwiegend mit den Händen. Ich versuche als Therapeut in eine Struktur, die schlecht bewegt, wieder Bewegung zu bringen. Darum geht es letzten Endes und das ist auch wichtig, dass der Patient das versteht. Das heißt, wenn eine Region Probleme bereitet, weil sie sich verspannt anfühlt, dann kann man diesen Symptom idealerweise begegnen, wenn man da Bewegung ausführt. Und die Bewegung ist wichtig, nicht viel auf einmal, sondern immer wiederkehrend. Das heißt, damit meine ich, dass man sich nicht einmal alle 4 Wochen behandeln lässt, sondern dass man tagsüber oder in der Woche immer wieder die Möglichkeit hat, eine Region
zu beüben, zu reizen, damit sich diese Region auch anpassen kann, damit die Spannungen nachlassen. Das ist der Grund, warum Cranibas entwickelt wurde. Dieser Reiz, den ich mit den therapeutischen Techniken ausübe, was ich mit meinem Finger setze, das ähnelt dem Reiz auch von Cranibas und versucht in dieser oberen Halswirbelsäule eine Entspannung eben zu provozieren oder eine Beweglichkeitserhöhung, damit der Reizzustand nachlässt. Und das ist wichtig zu verstehen, dass nur durch eine Bewegung eine Minderbeweglichkeit auch wieder verändert werden kann. Für das Thema Nacken gilt also auch wie überall gesunde Ernährung, Bewegung, auf sich achten. Das ist ein Thema, wo der Patient viel selber machen kann und wo auch ein kompetenter Therapeut erforderlich ist. Dann danke ich dir, dass du heute bei uns warst, Robert. Vielen Dank, dass du uns den Einblick in dein Fachgebiet Nacken gegeben hast. Ihr seht, wir haben immer wieder interessante Experten zu verschiedenen Themen. Deshalb abonniert sehr gerne unseren Kanal, da würden wir uns freuen. Ihr findet verschiedene Informationen zum Produkt Cranibas für das Thema Nacken in dem eingeblendeten Video. Klickt auch auf den eingeblendeten Link, um Informationen über das Produkt zu erfahren. Robert, dir ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.